Wofür haben Sie als Kind richtig Ärger bekommen? Zu dem Kaffeeklatsch, zu dem meine Mama eingeladen hat, habe ich mal alle Teilchen probiert, habe in jedes Mal reingebissen. Welche Hauptrolle würden Sie gerne spielen? Batman. Ja, der ist so cool. Der ist der schwarze Rächer. Der gefällt mir. Der ist auch, Superman ist ja so ein amorphes Wesen, so ein Typ, der immer gewinnt. Aber Batman kriegt er mal richtig ans Rein und muss sich durchsetzen. Und gewinnt am Ende immer. Das Gute gewinnt immer, wie bei uns. Was ist Ihr liebstes Werkzeug? Mein Blackberry, muss ich zu meiner Schande gestehen. Wo bekommen Sie die besten Einfälle? Das ist unterschiedlich. Gibt es keine Location, die kommen und dann versuche ich die zu halten. Mit wem würden Sie gerne im Fahrstuhl stecken bleiben? Mit Heidi Klump. Wie sollte der Titel Ihrer Biografie lauten? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wann haben Sie das letzte Mal eine Nacht durchgemacht? Ist ja gar nicht so lange her, da hatte meine Tochter ganz furchtbaren Durchfall. Welchen Satz Ihrer Eltern konnten Sie nicht mehr hören? Meine Mutter hat früher in der Schule, nachdem ich aus der Schule kam, gesagt, und hast du wieder aufgezeigt? Wie oft hast du aufgezeigt? So, konnte ich nicht mehr hören. Eine Fee gibt Ihnen einen Wunsch. Welche Zerstörung würden Sie rückgängig machen? Das World Trade Center und alle schrecklichen Folgen, die es danach gegeben hat, inklusive Irakkrieg. Was finden Sie überflüssig? Worauf kann man verzichten? Auf Nutella, glaube ich, kann man verzichten. Das Goldene Blatt, glaube ich, kann man verzichten. Auf das schreckliche Restaurant im IKEA. Wo kommen Sie zur Ruhe? Beim Autofahren. Wenn ich abends aus dem Büro komme und die Autotür zumache, dann habe ich eine Stunde Zeit zum Nachdenken und die nutze ich auch.